immer was ganz Tolles, wenn dann zum ersten Mal so ein Rennmotor so ein bisschen anfängt zu brüllen. Hat alle meine Erwartungen erfüllt, muss ich sagen. Und jetzt kann ich es natürlich kaum erwarten, bis das Auto das erste Mal auf die Strecke geht. Heute ist für uns schon ungefähr Halbzeit. Die erste Hälfte war komplett virtuell und ab jetzt wird es real. Ab jetzt haben wir noch ungefähr 25 Wochen Zeit, wo das Auto auf der Strecke fährt, wo wir das Auto kontinuierlich verbessern und dann ist das erste Rennen. For the development of the car, every single test is very important. The most important for me was the endurance run which we had in Paul Ricard, because the car is developed to run a 24-hour race and we could finish the endurance run with a 24-hour stint. So the special on the Daytona racetrack is we have a very high percentage of full power running here, so the stress of the engine is quite high compared to other tracks. The main target on these tests is to collect mileage with this high stress on the engine, and that we can judge is the engine prepared for a 24-hour race. You know, when you see Mission 8 on the side of the car, everybody's treating it like a mission, and when you look at the amount of engineers and development that's gone on with the M8, there's only one target, and that's to win on Sunday at Daytona.